Ein weiterer wichtiger Schritt in Gunvors Therapie ist es, die alten Zustände und die gemachten Fehler nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich werde jetzt Gunvor Bilder von ihrer Wohnung zeigen, damit sie noch mal einmal wirklich sieht, wie sie gelebt hat. Sie hat jetzt Vertrauen zu mir und kann reden, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie drüber spricht. Gunvor, ich habe dir was vorbereitet und ich starte den Computer einmal. Okay. Das ist eine halbe Stunde da. Wenn 38 Uhr Anfahrt, sind wir bei... Ach du Scheiße. Also ich finde es einfach nur gruselig. Wenn ich vor den Sachen stehe oder da langlaufe, dann sieht das anders aus. Auf den Bildern, da sieht das viel schlimmer aus, wie ich es eigentlich gesehen habe. Und jetzt bist du in deiner Küche, ne? Ja, das war halt dann auch schwierig, an den Kühlschrank dran zu kommen. Ja, das ist meine Burg. Das ist deine Burg jetzt? Das da hinten, das habe ich gar nicht mehr gesehen. Das, was hinter mir war. Das ist wie eine Müllhalde. So gelebt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der allerwichtigste Faktor in dieser Therapie jetzt, dass du für dich verinnerlichst, dass du diese neue Wohnung haben darfst, dass du dich lieb haben darfst. Auch wenn das jetzt vielleicht schwer ist, sich anzuschauen, ist das, was ich jetzt gerade mit dir mache, so wichtig für dich. Ja. Ja? Dass du dir erlaubst, diese neue Wohnung anzunehmen. Damit habe ich nicht mehr gerechnet, dass ich vielleicht wirklich noch mal ein Leben haben werde. Dass mit Freunden, die bei mir zu Hause sein können. Dass ich eine Tür aufmachen kann und Besuch empfangen kann und dass ich mich nicht mehr schämen muss. In der Videoanalyse ist Gunvor sehr, sehr emotional geworden. Sie hat wirklich gesehen, in was für einem Müllberg sie gelebt hat. Und sie freut sich richtig drauf, halt wirklich eine tolle Wohnung zu haben und nicht mehr in Dreck und Müll zu leben. Währenddessen laufen in Gunvors ehemaliger Messi-Wohnung die Renovierungsarbeiten weiter auf Hochtouren. Vorbei sind die Zeiten, als hier noch Müll und Schmutz gehaust haben. Frische Farben erhellen jetzt die ehemals vergilbten Wände. Er lag's echt gut. Hey, hier, da sind wir auch schon Gestalt an jetzt. Schön hell das Ganze. Ich denke mal, da wird die Gunvor sich auch richtig wohlfühlen im Anschluss dann. Ne? Wenn sie endlich mal ein paar helle Räume hat und nicht nur so... Wir hoffen das, ne? Ja. Wir geben Gas. Ja, prima, alles klar. Ne? Hey! Schritt für Schritt zaubern die erfahrenen Fachleute aus der ehemaligen Messi-Wohnung wieder ein farbenfrohes Zuhause für Gunvor. Bei der Farbauswahl hier in Gunvors Wohnung haben wir natürlich auch in Absprache mit Sabina darauf geachtet, hier immer schön freundliche, helle Farben zu verwenden. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich tagtäglich auf eine schöne, saubere, helle Wand gucke. Es gibt natürlich eine positive Grundstimmung für die Gunvor. Heute, am Tag vor dem großen Finale, begleitet Sabina Gunvor zu einer Ernährungsberaterin. Aufgrund ihrer Messi-Krankheit hat sich Gunvor die letzten Jahre nur sehr schlecht ernährt. Antidepressiva nahmen ihr den Appetit. Fertiggerichte standen täglich auf dem Plan. Ein Gewicht von über 100 Kilo ist das heutige Ergebnis. Ja, also ich habe schon länger kein richtiges Hunger- oder Sattgefühl. Mhm. Also da habe ich, gut, ich weiß, manchmal knurrt mein Magen, dann denke ich, okay, der hat wohl Hunger, aber ich habe kein richtiges Hungergefühl, glaube ich, mehr in dem Sinn. Das Allerwichtigste für dich ist, dass du dir dein Essen bewusst machst. Jetzt können wir ja mal schauen, gibt es da irgendwas, was du auch da gerne isst? Jetzt mal unabhängig davon, wie man es zubereitet. Das sind ja also diese fettarmen Milchprodukte, Eier, mageres Fleisch, gute Nüsse, Fisch, Hülsenfrüchte. Nüsse darf ich ja gar nicht essen, die haben doch so viel zu viel Fett.
Die haben auf jeden Fall Fett. Sie haben sehr gutes Fett, sehr wertvolles Fett, was deinem Körper insgesamt hilft, zum Beispiel auch für die Abwehrkräfte. Und das heißt für dich einfach nur, dass du nicht unbedingt täglich dazu greifen solltest und auch nicht unbedingt gleich Riesenmengen, ja. Aber Nüsse auf jeden Fall sehr gerne. Und Hühnchen, hast du ja gesagt, isst du sehr gerne. Genau, das auch ruhig mal variieren. Also wenn du einen Wok hast, das ist ganz toll, du kannst in den Wok auch Fleisch reinschnippeln. Ja? Das schön anbraten von außen und dann das Gemüse einfach dazu. Spricht gar nichts dagegen. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, dieses, was kann ich denn eigentlich gut essen, hast du gerade eben schon ganz richtig gesagt. Ich mach das einfach mal so, ich schieb das mal hier. Wasser ist so erstmal das Wichtigste. Wie trinkst du denn im Moment so? Wie viel am Tag? Dunkles Wasser und was? Mit Koffein. Okay, also irgendwelche Leitgetränke, Süßgetränke. Okay. Mhm. Trink lieber etwas mit Zucker. Also lieber wirklich dann mal sehr bewusst ein süßes Getränk. Mhm. Aber vorrangig wäre es toll, wenn du das schaffen würdest, hauptsächlich Wasser mal zu trinken. Okay, also ich glaube, das mit dem Wasser, das wirst du wahrscheinlich ganz schnell hinbekommen. Ja, ja, also einfach versuchen, ein bisschen zu reduzieren, die süßen Getränke, ja. Und stattdessen ab und zu schon mal zum Wasser greifen. Mhm. Und wenn du das hinkriegst, dass es dann vorrangig Wasser ist und das andere nur ab und zu mal, ja. Dann wäre das so eigentlich die optimale Lösung. Toll, okay. Also ich fand das toll, vor allen Dingen, also dass sie das also mir so einfach erklärt hat auch nochmal. Und es war halt einfach und kurz und damit komme ich halt viel besser zurecht natürlich. Und es ist auch kein, du musst das jetzt so machen, also kein Zwang, sondern eben das kam als Vorschlag quasi rüber und das kann ich viel eher annehmen. Gunva hat gerade gelernt, dass es ganz einfache Dinge gibt, die umzusetzen sind, wirklich, dass sie sich wohler fühlt und dass es nicht so rigide ist, also nicht so streng, sondern dass es einfach darum geht, sich selber etwas Gutes zu tun. In der Wohnung erinnert mittlerweile nichts mehr an die früheren vermüllten Zustände. Die Räume sind frisch gestrichen und fachmännisch gereinigt. Jetzt müssen die Zimmer nur noch gemütlich eingerichtet werden. Da wäre mir fast das Lokospapier auf den Kopf gefallen. Dennis und sein Team geben Vollgas. Morgen soll Gunvor schon wieder hier einziehen. Heute ist der letzte Tag in Gunvors Wohnung und es ist noch einiges zu tun. Ja. Der ein oder andere Schliff muss noch gemacht werden und es müssen auch noch Möbel aufgebaut werden. Der neue Fußboden muss noch rein und wir müssen auch noch ein paar Lampen aufhängen. Die Jungs haben hier gekeult bis zum Umfallen, aber es hat sehr gut funktioniert und wir haben auch eine gute Zeit miteinander gehabt. Komm rein, du Couch! Ganz herzlich Marzipan. So, hier ein bisschen hier drin. Ich sehe, du hast noch zu viel Kraft. Ja, hör mal, du hast uns total unterfordert hier. Ich weiß, deswegen streichen wir jetzt das Schlafzimmer noch mal kurz um. Habe ich mir eben schon gedacht. Los geht's. Auf, auf. Hier, Prost. Ja, Jungs, ich danke euch recht herzlich für die saubere, schnelle Arbeit. Es sieht top aus. Ja, und ihr habt eure Arbeit prima gemacht. Gut. Ich bedanke mich. Dito. Bis bald. Ne? Gute Heimfahrt. Ja. Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Nach 7 Tagen intensiver Renovierungsarbeiten ist es nun endlich geschafft. Aus der Messi-Wohnung ist wieder ein bewohnbares Zuhause geworden. Nach intensiver therapeutischer Betreuung, nach vielen Rückschlägen und großen Erfolgen steht am nächsten Tag Gunvors großer Augenblick bevor. Zum ersten Mal wird die 47-Jährige heute ihr neues Zuhause sehen. Liebe Gunva, wie geht es dir? Ich bin aufgeregt. Ja, das darfst du auch. Das ist völlig in Ordnung. Nimm aber trotzdem ganz tief Luft. Ja. Nochmal ganz viel Kraft und Energie. Ja. Super. Liebe Gunva, vor einer Woche warst du ganz mutig und hast uns deinen Schlüssel übergeben. Und ich gebe ihn dir ganz vertrauensvoll wieder zurück. Bist du bereit, in deine neue Wohnung zu gehen? Ja. Dann komm, los. Ja. Hallo. Oh, wie geil. Guck mal, dein Bad hier. Oh, wie geil. Geh ruhig rein. Oh, mein Gott. Die Überraschung für Gunvor ist gigantisch. Frische Farben und ein freundliches Ambiente machen das ehemals dunkle Bad zu einem ganz neuen Raum. Nichts erinnert mehr an die schmutzige, zugestellte Nasszelle, in der man sich kaum waschen mochte.
Gunvor kann ihr Glück kaum fassen. Boah, ist das schön! Guck mal, du kannst sogar wieder am Waschbecken jetzt dich waschen. Oh, ich hab Wasser! Ich hab fließendes Wasser, ich werd verrückt. Ist ja toll. Boah, ist das schön. Oh, ein geiler Spiegel. In Gold, der ist Gold. Heute ist mein Tag. Heute ist dein Tag. Boah, ist das toll. Ich werd verrückt. Schön, das freut uns, dass dir das gefällt, aber wir haben ja noch mehr. Auch die äußere Verwandlung des Flurs ist nicht zu übersehen. Oh, ist das toll. Aus dem zugemüllten Flur ist ein offener, heller Raum entstanden. Berge von Unrat und Dreck sind gewichen und haben Platz geschaffen für ein neues, freundliches und farbenfrohes Ambiente. Ihr seid unglaublich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Hörer, der hat ja ein richtiges Outfit gekriegt. Genau. Ja, da habe ich mit einem ganz kleinen Pinsel alles freihändig da drauf gemacht. Ehrlich, das ist schwer für mich. Ach komm, da hast du eine Schablone für genommen. Ich, das ist ja der Hammer. Oh mein Gott! Mein Gott! Auch die Küche hat sich komplett gewandelt. Hier ist nun ein Platz entstanden, an dem sich Gunvor wieder wohlfühlen kann. Vorbei sind die Zeiten, in denen alte Lebensmittelverpackungen und schmutziges Geschirr die Küche unbenutzbar machten. Für Gunvor ein wichtiger Schritt zurück in ein normales Leben. Schau mal, hier kannst du es richtig toll sehen. Ich hab ja auch Licht. Du hast Licht. Ja, du hast jetzt auch Licht in deiner Küche. Und weißt du, was das Wichtigste ist in der Küche? Hm? Na. Wasser? Wasser. Wasser? Echt? Ja. Auch hier? Ach, oh, ich bin geil. Ich kann wieder spülen. Ist das geil? Es war mir ungeheuer wichtig, dafür zu sorgen, dass die Gunvor wieder Wasser im Bad und in der Küche hat. Es funktioniert jetzt wieder alles und ich glaube, wir können damit zufrieden sein. Mein Gott, ist das aufregend. Und das ganz Tolle, ne Dennis, du hast die Küche erhalten können. Genau, das war ja so mein Ding, dass ich gerne die Küche hier drinnen lassen wollte, weil die ja so qualitativ hochwertig ist. Wir haben natürlich geschrubbt wie die Weltmeister. Ja, wir haben hier die Mikrowelle richtig sauber geschrubbt. Wir haben die ganze Küche ausgeräumt. Wir haben alles, was drinnen ist, sauber gemacht. Ja, haben es dann wieder reingeräumt. Ja. Und du hast alles, was du brauchst. Schere, Kochlöffel, Besteck. Alles, was man braucht zum Leben, ist in dieser Küche drinnen hier. Geil. Aber ich würde sagen, bevor ihr jetzt hier anfangt zu kochen, ja? Ich bin... Das ist ja unglaublich. Gunvor, gehen wir mal in dein nächstes Zimmer, ja? Ja, okay. Ja, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist ja schon Ober-Ultra-Traum. Das ist ja alles so hell und so sauber und so weiß und so viel Licht und total toll arrangiert. Also ich... Platz! Platz! Aus dem ehemaligen Schlafzimmer, in dem Gunvor schon seit Jahren nicht mehr schlafen konnte, ist nun ein großzügiger Anzieh- und Trainingsraum geworden. Noch vor wenigen Tagen war dieser Ort eine Müllhalde, vollgestellt mit Altkleidern und Ramsch. Jetzt ist daraus ein liebevoll dekorierter Raum geworden. Und schau mal, was mit dem Raum ist. Was du jetzt machen kannst. Guck mal, mach mal deine Arme breit. Schau mal. Das neu geschaffene Zimmer kann sich sehen lassen und zaubert ein glückliches Lächeln auf das Gesicht der sichtlich erleichterten Traumapatientin. Ich schwitze gerade. Gib die Jacke. Ich muss mal die Jacke ausziehen. Es ist ganz wichtig, therapeutisch. Ich bin so aufgeregt, dann schwitze ich gleich wieder. Das ist okay, dass du siehst, wie viele Sachen du hast. Es sind alle Sachen von dir noch da. Mein Sauerstoffgerät steht auch endlich ordentlich. Ja. Wie geil. Gut, ich würde sagen, wir düsen mal ab ins nächste Zimmer. Okay. Ja? Okay, hast du Lust? Ja. Kannst du noch? Ja. Cool, okay, dann auf, los. Ich will sehen, was ja, du ja, sagst. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gunvors ehemaliges Büro ist nun mit neuem Bett zum einladenden Schlafraum geworden. Verschwunden sind die Altkleiderberge und der Ramsch, der sich über die Jahre angesammelt hatte. Das frisch renovierte Schlafzimmer ist nun endlich ein Ort der Ruhe und Entspannung. Ach, ist das geil. Ist das schön? Oh Mann. Das ist echt. Oh Mann. Du siehst auch mit den Vorhängen,
damit du wirklich auch in dem Schlafzimmer schläfst und übst, ja, in einem Schlafzimmer zu schlafen, ist dieses Schlafzimmer befreit von allen anderen Sachen. Und mit den Vorhängen hast du auch Sicherheit? Ja. Für Gunvor war es therapeutisch sehr wichtig, einen geschützten und ungestörten Platz zu haben. In dem alten Bett ihrer Mutter konnte sie aus psychologischen Gründen seit Jahren nicht mehr schlafen. Und in diesem neuen Bett wird sie sich endlich wohlfühlen und zur Ruhe kommen können. Oh Gott, und ich habe ein Bett. Ja. Hier habe ich gute Träume. Hier habe ich ganz bestimmt gute Träume. Genau. Keine schlechten Erinnerungen mehr. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ja. Okay? Ja. Oh mein Gott. Auch der letzte Raum, das Wohnzimmer, ist kaum wiederzuerkennen. Die Müllschutzburg ist verschwunden und ein einladender, offener Wohnraum ist entstanden. Gunvor ist fast sprachlos angesichts der gewaltigen Veränderung. Oh mein Gott. Meine Couch. Ihr habt mir einen neuen Fernseher gekauft. Ja. Wie war das denn mit deinem Computer? Oh, oh no. Oh mein Gott. Ja, ich habe dir einen neuen Monitor besorgt, habe dir alles schön angeschlossen wieder und jetzt kannst du ordentlich loslegen an dem Ding. Das hast du echt für mich gemacht? Na ja, klar. Es war mir ein persönliches Bedürfnis, diese alten Geräte von der Gunvor wie den Fernseher und den Monitor durch neue und qualitativ hochwertiger Geräte zu ersetzen. Nach dem, was diese sympathische Gunvor alles durchgemacht hat, hat sie es einfach nur verdient, dass man ihr mal eine Freude macht. Was das? Was könnte das sein? Was könnte das sein? Ich glaube, es hat geklingelt an deiner Haustür. Das ist die neue Klingel. Nee. Doch. Komm rein! Du fällst mir noch in Ohnmacht hier. Das gibt's nicht. Ja. Wahnsinn. Das ist alles total toll. Alles. Und ich habe ein Bett, ich habe ein Bett. Ihr könnt Platz nehmen. Schön. Ihr könnt richtig Platz nehmen. Das ist einfach nur schön. Ja. Und hier kann sie sich sicher fühlen. Ich bin auch einfach unheimlich erleichtert. Weil ich einfach weiß, dass sie die Chance hat, dass jetzt hier hinzukriegen. Das ist das Tollste, das absolut Tollste, was passieren konnte. Liebe Annalena, liebe Margit, wir übergeben die Gunvor in eure Hände und wir hauen ab. Hauen ab. Vielen, Ciao. Dank. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Gunvor war ein wirklich sehr schwieriger Fall, aber selten habe ich einen Menschen erlebt, der so ein hartes Schicksal erleiden musste und trotzdem mit so viel Herz und Mut darum kämpft, seine Lebenssituation zu verbessern. Bei Gunvor bin ich absolut davon überzeugt, dass ihr Leben in Zukunft in besseren Bahnen verläuft. Die Tür ist geöffnet worden. Da haben die zwei wirklich was Unglaubliches getan. Sie haben mir, also einem Menschen,